Hallo und herzlich willkommen zurück zu Amnesia White Knight, die Custom Map Part 3. Diesmal in deutlich besserer Qualität, zumindest im Gegensatz zum ersten Part. Und natürlich ist auch die werte Tyra Fien dabei. Hallo. Hallihallo. So, da haben wir uns wieder getroffen. Du hast mich genau hier abgesetzt und hier ist ein ganz ekliges, lautes Geräusch. Ich will da nicht sein. Ja, ich habe alles vergessen vom letzten Mal. Keine Ahnung, ich gehe mal da rein. Oder waren wir da? Nein, wir waren noch in gar keinem Raum, weil wir so lange am Lesen uns vergnügt haben. Richtig. Und hier ist es verdammt dunkel. Ich sehe gar nichts. Boah, also nee, das geht nicht. Wir haben keine Lampe oder so, ne? Nope, leider noch nicht. Was meinst du, sollen wir da mal gucken? Weil ich glaube, da liegt... Ja, klar. Da ist doch was. Die Hand sagt mir, da ist was, aber... Boah, irgendwas... Nee, da ist irgendwas. Das heißt irgendwie ein scheiß Geräusch. Nee. Heb auf, komm, heb auf. Krapsch an. Keine Ahnung, ich brauch Licht. Also es ist viel zu dunkel. Krapsch es an. Was war denn damit? Das hat nicht funktioniert. Das hatten wir schon probiert. Ja, ne? In meiner Folge, glaube ich. Hatte, glaube ich, nicht funktioniert. Eindeutig, ja. Oh, doch. Wir haben Licht. Ah, verdammt, ich habe immer noch diese komischen Grafikbugs. Ich habe eigentlich gehofft, dass die weg sind. Aber naja, es sollte jetzt... Also ich sehe sie nicht, obwohl doch... Dann hat ein bisschen Tisch, Delay, ne? Bei mir. Okay, am Tisch sind leider ein paar. Aber gut, solange die nicht überall sein. Es kann sein, weil ich immer hoch und runter gemacht habe, das Ding, dass wir das nicht gesehen haben. Okay. Also, dass ich das Licht da nicht gesehen habe. Jetzt aber so auf den ersten Blick, außer ein paar Geschripsels, was er aber nicht anfassen will, ist hier nix. Nö. Nö. Gut. Vielleicht ein Meeting Room. Ja, war mal wichtig. Heute nicht mehr. Gehen wir. Okay. Und endlich hört dieser nervige Sound auf. Ganz Angst machen möchte. So, wo wollen wir denn jetzt hin? Dahin? Ja, einfach direkt vorne rein, würde ich meinen. Okay, gucken wir mal. Hier hinten ist der Patients Room, das weiß ich noch. Isolated Patients und die Dr. Swing. Ja, gehen wir mal da rein. Ja, wir haben ja eure Kommentare gelesen und ja, warum überrascht mich das nicht? Aber ihr wolltet, dass wir es auf Englisch belassen. Und somit haben wir es jetzt wieder auf Englisch. Okay, die Tür ging nicht auf. Du wolltest noch unbedingt mit mir dein hübsches Rätselchen machen, wo wir beide daran teilhaben, wo wir die Figurchen sehen. Ja. Richtig, jetzt müssen wir es nur noch mal finden, aber das sollte kein Problem sein. Er ist direkt gegenüber dann. Okay. Kannst du dir das echt nicht merken? Nee, überhaupt nicht. Das ist doch schon so lange her, hey. Nicht da. Ja, jetzt einfach nach. Nee, andere Seite. Das Gott, so viel Delay. Da ist aber auch was Komisches. Da waren wir auch, weißt du noch? Da haben wir abgespeichert. Der Projection Room, ja, da war auf jeden Fall dieses schöne Spielchen, ne? Genau. Ah, ja. Okay, ja, die Bilder gehen aber so schnell. Kann man da irgendwie Stopp machen? Nee. Ja, ich versuche einfach mal in meinen Worten zu sagen, was ich da sehe. Und dann kannst du es mal probieren. Okay, ich sehe, Moment, ich fange mal bei dem an. Nee, bei dem. Das ist ein... Okay, jetzt fangen die an zu reden. Okay, schweig. Okay, also das ist irgendwie... Das ist eine Motte, ja. Und das ist irgendwie ein skelettierter Kopf von einem... Moment. Ah, das geht so schnell. Da kann ich gar nicht nachdenken. Aber das ist eine Motte, definitiv. Und das ist ein Stern mit einem komischen... Das ist ein Gerippe. Das eben war ein Gerippe. Und das war ein Brustkörper. Und, ja. Ein Drache. Das eine, das vor der Motte ist ein Drache. Okay, was siehst du? Okay. Also, ich muss jetzt mal gucken. Ich weiß ja gerade nicht, wo du bist, weil ich habe, wie gesagt, Delay drin. Also, das ist ein Schmetterling, das Vieh. Das ist ein totgefahrenes Eichhörnchen. Warte. Ja, toll. Jetzt muss ich erst mal wieder gucken. Das sieht aus wie so ein Beckenknochen. Mhm. Das sieht... Ja, gut, zwei Bilder fehlen noch. Was ist das? Keine Ahnung, das sieht irgendwie aus wie ein paar Stiefel, die aneinander gereiht sind. Aber am besten ist das tote Eichhörnchen. Totgefahrenes Eichhörnchen, du hast echt eine komische Psyche, muss ich mal sagen. Also, hey, cool, wir können das nehmen. Aus mit dem Scheiß hier. So, okay, ich glaube, hier ist sonst nichts mehr. Zumindest, man kann ja nichts sehen, hey, das ist so abartig. Ich sehe ja auch keinen Lichtschalter. Na gut, wir gehen einfach mal. Was haben wir denn noch im Inventar? Haben wir was Cooles noch? Wir haben einen Schraubenzieher und einen Schlüssel, ja. Ja, The Isolated Patients. Wir waren ja hier noch nicht, ne?
Doch, da waren wir auch schon. Aber wir haben noch nicht geguckt, was da so ist, oder? Doch, da haben wir abgespeichert. Okay. Da haben wir die Frau angepasst und abgespeichert. Ah, ja, die Frau ist ja der Safe-Punkt, stimmt. Ja, der komische Safe-Punkt. Meeting-Room waren wir auch, ne? Ja, 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 war ja. Ja, ja, ja. Oh Gott, ja, ja, ist gut. Okay, da war alles zu gut. Da, nee, beim Isolated Patient Room haben wir den Key bekommen, ne? Im Inventar. Ja, wir könnten mal den Schlüssel probieren, stimmt. Ja, wer? Ja. Es ist schon spät, ja. Freunde, es tut mir leid. Und er ist krank. Ach, nur ein bisschen. Hey, es hat geklappt, yay. So. Ui. Dann gehen wir mal zu hier. Nicht, dass uns das totgefahrene Eichhörnchen verfolgt oder so. Es sah doch wirklich aus wie ein totgefahrenes Eichhörnchen, Mensch. Wo der Kopf dann halt so gespalten ist. Hast du ein Vieh noch nie auf der Straße gesehen? Eigentlich noch nicht, nee. Aber ich fahre zu selten Auto und wenn, dann überfahre ich so Viecher nicht. Die sind ja schon überfahren, dafür kann ich ja nicht. Was? Ja. So, was ist hier? Ich fahre die gut. Oh, da ist was im Schränkchen. Das sieht wichtig aus. Das ist... Ja, Morphin. Immer her damit. Haben wir schon drei Stück. Das war ja Heilung, ne? Ja. Genau. Ja, genau. Sehr gut. Sehr schön. So, und hier Flimmerbild. Flimmerschreibtisch, aber sonst kann ich hier nicht... Ach, verdammt. Ich wollte eigentlich noch die Steuerung ändern, aber kann ich mich nochmal ducken? Steuerung. Steuerung. Ah, ja. Geht hier was? Ah, ein Zettel. Juhu. Ein Zettel. Ich glaube, du bist dran, oder? Ja. Note to Dr. Patrick, glaube ich, oder? Das soll auch bestimmt wieder Doktor heißen. Ja. Dr. Patrick, Clarence is out of control and I administered one dose of sedative. That's not up to me, but I think his condition is getting worse. He starts to claim that someone named Philip is trying to get rid of him. If you pardon my curiosity, just who is this Philip and why is he thinking that he tries to kill him. For other patients, while far, I locked him to observation cells until future assistance. Okay, na? Da ging es halt um einen Patienten, der zuerst nicht stillzukriegen war und hat von irgendeinem Philip gesprochen, der ihn angeblich töten möchte. Ich muss auch gleich an dieser Stelle sagen, mein Englisch ist nicht so perfekt, also wenn ich jetzt nicht 100% das wiedergebe, was da stand, dann tut es mir leid, aber so in etwa, das stand da. Ja, und halt, dass er in eine abgetrennte Zelle halt noch eingesperrt genau, wurde. Genau, am Schluss, ja. Aber ob das wirklich geschützt hat, hm. Also man muss auch wirklich sagen, man muss auch wirklich sagen, dass die Story völlig, finde ich, irrelevant ist. Ja, im Grunde schon. Ne? Im Grunde schon. Einfach nur... Ja, das Ganze, den ganzen Gruselscheiß erleben und so. Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir irgendwie die Power ausmachen. Aber ja, das ist ja... Wie und wo? Muss ich jetzt wieder zurück? Ach, nein, muss er nicht. Das ist einfach. Hui, mein Black Mirror 2 Rätsel kommt zugute. Ich dachte eigentlich, dass ich hier ran kann, aber... Ja, kannst du auch bestimmt. Aber da kommt nicht mal eine Hand. Ne? Gut, ich... Ja gut, ich kann mal probieren, aber... Yeah, den Schraubenzieher, right. Closer to tight. I can't open it with this. Maybe I can break it. Mit was denn? Ein paar Steinchen vielleicht sammeln? Haben aus dem Forum? Haben wir hier was? War da was? Naja, geh doch einfach nochmal im Forum gucken. Da hatten wir ja so ein komisches Steingeröll da, wo die nette Dame gesagt hat. So, wo ist meine Renntaste? Da, okay. Mensch, jetzt habe ich eine schöne Barrikade gebaut und alles umsonst. Nee, aber echt, man muss einfach sagen, die Story finde ich hier recht. Also bisher ist es einfach echt so, dass wir hier einen Patienten spielen, der scheinbar wegen des Mordes oder so an seiner Freundin sitzen soll, so wie das am Anfang gezeigt wird. Und ja, der hier versucht zu entkommen. Also ja. Ich finde die Story hier echt nicht so ultra krass. Also da muss man sagen, Amnesia war die Story des Hauptspiels wirklich interessanter. Auf jeden Fall, aber gut, man muss ja auch vorhalten, das ganze Spiel ist ja von... Ja, Amateuren gemacht worden und dafür haben sie das richtig gut gemacht. Ja, dafür auf jeden Fall. Vor allem die Synchro und so. So, aber ich finde hier jetzt gerade überhaupt nichts, was ich mir hier schnappen könnte. Haben wir nicht einen Stuhl oder so? Vielleicht? Stühle gehen, aber meinst du, damit kann ich das aufbrechen? Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Können wir mal probieren. Okay. Haben wir sonst nichts zu tun, außer hier rumzurennen. Von daher alles gut. Probieren wir es. Probieren geht über Studieren. Lieber so eine Art Brechstange oder so, aber naja, gut. Ja, das wäre gut. Ah, cool. Wow.
Yay. Okay. Oh yeah. Ja, super. Jetzt können wir im Dunkeln durch. Klasse. Da ist ein Rollstuhl. Yay. Ey, eine Lampe. Taschenlampe. Yay. Taschenlampe. Jetzt pick dich schon und nimm das Ding. So. Picked up Flashlight. Ah, wie schön. Oh, aber sehr geil gemacht, der Effekt. Sehr schön. Ja, richtig gut. Denn das haben wir nicht unendlich. The lock is broken. Okay. Ich da vielleicht. Okay. Okay. Von hier? Das ist aber auch schon ein bisschen gruselig oder so. Ja. Oder so. Die ganzen hier, diese ganzen Gummizellen, ey. Ich hab's gerade letztens in Silent Hill gesagt. Wer soll in so einer Gummizelle bitte gesund werden? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, ich hab's auch gesehen. Alter, ich glaube, da wird man echt nur noch irrer oder noch bekloppter. Also das kann nicht zur Heilung beitragen, hallo, wenn ich da den ganzen Tag eingesperrt wäre. Ja, vor allem diese Isolation, diese dauerhafte Isolation, ey. Stell es mal vor, ist richtig schlimm. Ich meine, klar, man kann sich nicht selbst verletzen in so einem Ding, ist schon klar, aber... das kann nicht alles sein. Ja, gut, aber... ich würde da wahrscheinlich... It's not gonna open. Ich würde da wahrscheinlich auch total eingehen. Total. Aber ich glaube, wir kommen da auch nie hin. Also, wenn wir nichts verkehrt machen und so. Unser LP steigt uns zu Kopf. Ja, weiß was. Oh, ein Schlüssel. Oh, schön. Wenn da passiert aber was, wenn ich den nehme? Oh ja, auf jeden Fall. Warum kann ich den nicht nehmen? Der hängt da. Schlüssel? Ah. Wahrscheinlich. Picked up Hospital Halkin. Ich habe eine Tür gehört. Das war so klar. Da ging irgendwo. Oh Gott. Da ist mach was. Mach Licht aus. Mach die Tür zu. Da ist die Tür nicht. Hast du gar gehört? Mach die Tür zu. Mach die Tür zu! Der Idiot macht die Tür nicht zu! Dann runter in die Hacke und aufpassen. Ich weiß nicht, soll das Licht anmachen? Ich hör irgendwas. Okay. Ich sehe ja noch nichts. Oh geil, ich sehe nur schwarzes Bild. Die Musik hört nicht auf. Okay, dann. Kann ich die Tür nicht zumachen? Weil ich glaube, der sucht jetzt die Zellen ab. Ich war way too much, he will catch me. Was? Ich darf nicht warten? Dann renn raus, Mann, renn raus. Aber wohin? Wohin? Ja, wieder in den Eingang. Keine Ahnung, renn in den Eingang. Scheiße. Den Eingang? Ah, da ist es! Nein. Aber ich glaube, das rennt jetzt echt die Zellen ab. Ich glaube, du musst echt warten, bis es in der Zelle ist. Okay, und dann rausrennen. Ich glaube, sonst bleibt uns gar nicht übrig aus. Das kommt jetzt hier gleich angestürmt. Ich will rennen. Darauf. Ich will rennen. Warum renne ich nicht? Warum rennt er denn nicht? Oh Gott, ich hör's. Ich mach mal das Licht aus, vielleicht sieht's mich ja nicht. Warum kann ich nicht rennen? Oh Gott, ich will die Ketten rausnehmen. Okay, ich renne. Ich kann rennen. Die Tür ist zu, ey. Das Licht geht aus. Licht ist gut, Licht ist immer gut. Oh Gott, die Musik hört auf. Scheiße. Oh, wie krass. Mann. Oh Gott. Ich hoffe, du hast die Tür auch versperrt. Nö. Oh Gott, und jetzt? Also die Musik hat aufgehört. Geh einfach da, wo das Licht brennt. Oh Mann. Das ist wirklich fies. Ich weiß jetzt nicht, ob das Vieh noch da ist, aber wir waren da noch gar nicht fertig, oder? Gut, wir haben jetzt... Es ist auf jeden Fall noch da, oder? Obwohl, vielleicht ist es auch weg, vielleicht ist es dadurch... Hospital Hall Key, aber vielleicht sollen wir auch einfach jetzt nur mal den Schlüssel benutzen. Ja, wahrscheinlich. In den Doctor's Wing rein. Doctor's Wing, mal schauen. Oh, wenn da kein Monster wartet, na dann. Sehr gut. Dann. Boah, ich glaube, ja, so 5 Minuten habe ich noch, ne? Verdammt. Scheiße. Oh Gott. Also das war krass. Das sah böse aus, ey. Aber es war zum Glück relativ... Ja, es war nicht so aggro, sagen wir es mal so. Ich bin da ja relativ... Stell mal vor, Amnesia, ey. Das Hauptding. Das hätte uns gnadenlos verfolgt. Ja, wie die einem nachgerannt sind erst in der Geschwindigkeit. Oh, so, wir könnten da hoch... Okay, da geht nichts. Okay, da könnten wir doch nicht hoch. Hier könnten wir runter. Juhu. Ganz viele Wege zur Auswahl. Lass uns bitte runtergehen. Toilette ist gut, ja. Komm, wir gehen mal austreten hier. Oh, ich wette, da kommt jetzt auch ein Monster rausgesprungen. Hey. Hallo, Mutter. Wir machen jetzt 5 Minuten Pipi-Pause und dann bist du dran. Sei so ein Feigling. Wow, was ist denn los? Hallo? Sag ich doch, Mann. Okay, nur das Licht ausgefallen, nur das Licht. Eine coole Sache. Oh Mann. Oh, das ist auch ein ekliger Effekt. Ja. So, das Aufflackern, wenn da jetzt so ein Vieh kommt, ey. Okay, bin ich gezwungen, das... Ja, ich bin verdammte Neugierde, ne?
Ja, ist schlimm, oder? Genauso wie ich in der letzten Folge. Ja gut, deine Neugierde ist ja schon ein bisschen pervers so, also, wenn du den Gegnern nachschaust. Hallo? Okay. Ich erinnere mich noch an den letzten normalen Part, an den regulären Part, wo ich dann auch hinter dem Vieh hergeguckt habe, wo er denn hinläuft. Mhm. Ja. Ja, das ist schon krank. Bisschen. Ein bisschen bedenklich. Ja, wie gesagt, meine Psyche und so, ich sehe auch tote Eichhörnchen auf Bildern, von daher. Eindeutig, ja. Das siehst auch nur du. Ja, wahrscheinlich. Ich möchte mit deiner Psyche nicht wechseln. Ist ja schlimm. Oh, Batterien, oder? Sind das da Batterien? Wertvoll aus, ja, oder? Nee, was sind das? Das da. Das sind Batterien. Batterien. Hey! Wie sieht's denn eigentlich aus? Ah ja, wir müssten bald wechseln, aber hey, zwei Batterien, immerhin. Okay, was ist das? Achso, Kiste. Okay, was haben wir hier noch? Das war's anscheinend. Die Geräusche, ich höre nur immer so ganz, ganz kurz diese Geräusche, die sind echt eklig. Ja, total. Richtig böse. So, zwei Türen. Zu dunkel. Ich glaube aber, da war ein Lichtschalter, oder? Ja. An der Seite? Ja. Eben drauf gesehen. Sehr gut, können wir ein bisschen Batterien sparen. Oh, da haben wir noch einen Zettel. Das musst du vorlesen. Juhu. Ja, vergiss. She doesn't know this, but I know it's your digit. Digit. Okay. Anyone here? Okay. Was soll's? Ups. Sorry. A memento has been added to the journal. Aha. Oh. Was denn für eins? Ein klassischer, ich versteck mich Schrank, aber der geht gar nicht auf. Okay. Haben wir jetzt irgendwie was, eine Aufgabe bekommen? Durch mal einen Betrag? Das war das. Und da haben wir. Sir, Digit John, the password is 2. Ach so, ja. Also die dritte Zahl ist bei diesem Passwort 2. Das heißt, uns fehlen noch mindestens 2 Ziffern. Mhm, okay. Vielleicht auch mehr. Mal gucken. Na, ich denke, Passwort ist 4 Digit. Das heißt, denke ich mal, 4. Wahrscheinlich. Okay, dann ich auf. Und hier ist Ende Gelände. Oder? Ja, definitiv. Okay. Zu was das wohl das Passwort sein wird? Zu einem weiteren Folterraum. Oh yeah. Was ist denn das? Ah, okay. Eine Tür? Ja, diese verdammte Paranoia. Moment, ich höre. Ich dachte, ich hätte schon wieder was gehört. Ja, nein, das bin ich selbst, okay. Macht man komische Schritte da unten. Okay. Das ist echt am schlimmsten, wenn du denkst. Ja. Total. Oh dass Gott, da irgendwas da ist. Stopp, da ist was. Was denn? Da ist ein Vieh. Soll ich mal Licht anmachen? Ja, mach mal. Mal gucken, was es macht. Rastet bestimmt aus und bricht aus und greift uns an. Nein, geht's nicht. Ah, doch jetzt. Es muss auf der anderen Seite jedenfalls sein. Ja, ja, ich hab's auch schon gesehen. Ich sehe es gar nicht. Es muss da hinten sein. Ach, da! Gott, ist das... Ah. Hallo! Ja gut, es kann uns ja nichts machen. Es hat eine große Zelle für sich. Definitiv. Okay. Wer weiß, vielleicht ist das nicht das Einzige. Vielleicht sind die anderen schon ausgebrochen. Er reagiert auch gar nicht auf uns. So. Hallo, Licht hier! Töte mich! Bitte! Oh! As for the latest diagnosis, the patient has started to show signs of acknowledgement for his second personality. I still couldn't understand what may have caused his dissociative identity disorder and when the cause in question occurred, if there is one. The interesting thing is, while in her normal personality, as I decided to call this for now, she acts like a completely normal person with a strong mind. Today I want to test what might trigger this second, sick personality with a little experiment. I asked her if she knew Dr. S. She told me that she even knows her room's password. I asked what it was, and she told me the last digit of the password is half of the second digit. Uh-huh. Then she whispered that the second digit was equal to the number of wash basins in the restroom. I asked how she knew this much, and she told me that Sophia told her. I'm afraid this personality I was trying to examine was already triggered when I started to ask questions. Is this Sophia's area? Okay, das war ein guter Hinweis. Die letzte Ziffer ist die Hälfte der zweiten Ziffer. Genau.
Ja, müssen wir mal. Ja, und sonst hat man halt auch nur noch mal gehört, vielleicht nochmal zur Zusammenfassung, dass sie halt eine gespaltene Persönlichkeit hat und sonst halt er ein Experiment mit ihr halt durchgeführt hat und sie sonst halt sich wie ein normaler Mensch artikuliert, aber jetzt ist irgendwas zerbrochen. Ja, ich denke, diese Tür da und da hinten ja ging noch eine Treppe nach unten, werde ich dann dir überlassen. Ich hoffe, du bist konform damit. Nein. Okay, aber du hast keine Wahl. Ja, scheiße. Und super. Ja, wie es weitergeht, werdet ihr dann morgen dann sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Amnesia White Knight. Tschüss.